Scheiße. Nein, nicht das C4. Bam! Kriegst hier was von Latz, Junge! Tschüss! Ganz ruhig! Fahrt zur Hölle. Okay. So, noch irgendwas vergessen hier? Munition habe ich. Kurz mal nachladen, nochmal nachfüllen. Sehr gut. Tarnfeld aktiviert. Wow, das war saumäßig knapp. Ich wollte gerade so. Hat der noch mit seinem letzten Atemzug mir eine verpasst? Krasser Scheiß. Woo! Geil. Ah, verdammt, wieder Dicky. Alter! Ich hoffe, der ist gut versichert. So, erstmal Dicky. Erstmal Dicky. So, der ist Matsch und einen anderen habe ich, glaube ich, auch noch gleich mitgerissen. So, du kleiner Wichser. Bam! Das fand ich nicht nett. Geh endlich drauf, kipp um. Huh! Okay, was soll das? Warum hat er gerade die ganze Zeit geschossen? Stirb! Jawohl! Genau, dieser aufgeladene Wurf. Alter Schwede. Ja, es wird mehr mit den Feinden. Gefällt mir auf jeden Fall. Finde ich geil. So. Da, Raketenwerfer. Dran denken. Und Munition. Da habe ich gleich beides in einem. Kann ich mehr tragen. Die gefällt mir gut. Gefällt mir doch ganz gut. Also diese ist, glaube ich, eher eine Glock. Als eine Mini-Uzi. Zumindest vom Sound, vom Aussehen und alles her. Oh, neblig. Und ich will dem Mann was sagen. Das ging halt so schön, um zu sein, was? Truppen der Marines, ein erfolgversprechender Evakuierungsplan, eine Gegenkraft zu den Mollusken-Arschlöchern aus dem All. Angeblich hatte sogar Sherman Barkley. Oha. Sherman Barkley hat das Kommando. An alle Einheiten, hier ist Charlie Command. Stammeshochflug angegriffen. Wir brauchen sofort Unterstützung. Verstanden, Charlie. Wir sind unterwegs. In der Zwischenzeit wird unser Späher zu Ihnen stoßen. Rufname Alcatraz. Er wird jede Minute. Ja, bin gleich da. Brumm.
Alter, das Ding fährt ein bisschen beschissen. Oh, oh. Ja, scheiße, ne? Kacke. Ich finde, das sieht so geil aus. Verstanden, Charlie. Wir sind unterwegs. So, also mehr Stoff geben, merken. Nicht extra stehen bleiben, einfach durchpratzen. Da fliegt der. Und der fliegt. Bam. Den habe ich auch noch mitgenommen. Ach komm, scheiß drauf. Ich fahre einfach weiter jetzt. Wow. Jawohl, so steigt man aus. Müsste jetzt eigentlich noch so im Hintergrund explodieren oder so. Das würde cooler kommen. Delta Company, hier zu Club 7. Nähere mich der LZ. Ah, ja. Machen wir es kurz und schmerzlos, Gentlemen. Verstanden, zu Club 7. Folgen Sie unserem Raum. Genau, Granatwerfer habe ich hier auch noch. Ja, ja, ich bin schon mal. Ich laufe schon mal vor. Okay, das war's. Alle zurück zur LZ. Bewegung, Bewegung! Landungsschiffe im Anflug! Gehen Sie bei dem Bus in Deckung! Los, los! Jemand muss auf das Boot und unsere Flanke decken. Bam, habe ich die zermanscht. Oh verdammt, ich hatte nur noch eine Ladung. Ach ja, ich hatte ja den einen dicken. So, also auf das Boot soll ich. Zack, dann machen wir das doch mal. Hier ist ein Auto. Wie kommt ein Auto auf ein Schiff? Das gehört hier aber nicht hin. Jawohl. Jawohl, den habe ich erledigt. Jawohl. Oh, ich gehe hier nicht drauf. Was willst du denn noch hier? Alter, wer war denn das von hinten? Ach du Kacke. Alter. Ach, das ist das scheiß Schiff da, was? Ich kann auch zurückfeuern. Scheiße. Ah, ja. So, dann fülle ich hier mal ein bisschen meine Ammo auf. Nicht. So, ganz kurz. Hier sind Raketenwerfer, okay. Wir haben es fast geschafft. Passen Sie auf. Ich sehe Kampfschiffe, die zu Ihnen unterwegs sind. Na? Wieso kann ich die denn jetzt nicht aufheben hier? Was ist denn das? Alcatraz, ich fürchte, durch die Eskalation der Ereignisse entgleitet mir das Ganze. Ihr Anzug arbeitet jetzt an der Spore. Gibt ihr auf Nano-Ebene eine neue Funktion? Okay. Baut eine biologische Brücke zwischen unserer Technologie, okay, cool, und der der Seth. Aber wir brauchen mehr Zeit. L-Tech von Gehen Sie mit den Marines und tun Sie, was Sie können. Ich habe Sie nicht im Stich gelassen, Alcatraz. Aber wir müssen jetzt alle kämpfen. So, ich hole hier mal wieder mir ein Scharfschützengewehr. Landungsschiffe im Anflug! Stellung halten und alle erledigen! Das Gebiet muss gesichert werden! Die Kommandant! Aktiviert.
Da ist noch C4, das ist gut zu wissen. Bam, genau so. Genau so soll das laufen. Genau so. Und nicht anders. Sie kommen aus dem Park. Was? Ach da. Tschü. Oh, der ist kalt. Scheiße, scheiße. Verarschen. Der steht immer noch. Ach, jetzt habe ich mal hier den Helm ihm runtergeschossen erst, oder was? Alter, die sind ja gepanzert, die Tiere hier. Ach, du Scheiße, ey. Alles für mich. Ja. Wir sind unterwegs. Ich krieg das hin. Tarnfeld aktiviert. Okay, diesmal nicht da oben. Auf der Straße! Scheiße, scheiße, scheiße! Uiuiuiui. Maximale Panzerung. Nein! Geht doch. Da kommen die nächsten. Okay, diesmal sind aber da oben welche. Oh Mann, warum treffe ich nicht? Ach komm, das war doch wohl ein Kopfschuss. Ah, ist wieder ein Kommando, was? Commander? Nee, das wird zu viel. Und tschüss. Da kam mir noch ein Auto fast auf den Kopf gefallen hier. Was? Ach so. Ja, genau. Na, wo ist das? Da ist es. Es haut ab. Kann ich kurz meine Energie regenerieren? Und mich hier nochmal umgucken, weil irgendwo war hier noch C4. Jawohl, da haben wir es doch. Maximale Panzerung. Schade. Wieso kann ich denn die hier nicht aufheben? Ist das überhaupt... Sind noch Raketenwerfer. Wow! Was war das? Ah, das ist abgeschmiert. Gute Arbeit, Alcatraz. Tino hatte recht, was sie betrifft. Alcatraz. Ja, ja, immer mit der Ruhe. Ich habe doch wohl noch mal kurz Zeit hier. Alter, wie viel hier ist, aber ich kann das nicht aufheben. Was soll denn die Scheiße, ey? Am Arsch. Super. Alter, hier ist noch mehr. L-Tech, ne. Munition nachfüllen. Alles klar, dann kann es weitergehen. Wenn ich die Raketenwerfer hier nicht mitnehmen darf, dann halt nicht. Ja, ich bin ja schon unterwegs. C4 scheint auch voll zu sein. Hier ist noch so ein geiles... Alcatraz hier drüben.
Los!